Kann mal einer nachschauen, wo das liegt? Renchtal? Rasthof Renchtal? Offenburg, Entschuldigung, hab schon Offenburg. Okay. Das ist die A5, okay. Nach Lahr. Gibt's für ETS eigentlich eine Möglichkeit, den Standort so zu teilen, dass man den, es war doch mal früher, gab es doch mal so ein Tool, da konntest du dann sehen, wo die Fahrer gerade unterwegs sind. War da nicht mal, also gab es da nicht mal so ein Tool dafür? Online-Spedition oder sowas? Und dann wurde das dann da auch mit hin übertragen über Steam? Ich weiß es nicht mehr, schon so lange her. Und konntest du dann quasi alle, die da dabei waren von der Community, konntest du dann sehen, wo die gerade langfahren? Ich meine aber nur, das ist schon lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich weiß nicht, was es da für Tools gab. Ich fand das aber eigentlich ganz cool, weil wenn du das aufgemacht hast, hast du eben gesehen, wo gerade die Leute unterwegs sind, was sie gerade so fahren, welche Aufträge die gerade machen. Da gab es dann Ranking auch. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wie das Ding hieß. Fand ich einfach ganz nett, ja. So. Wir müssen hier ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Dann sind wir ja schon ziemlich da, wo wir fast hinwollen. Richtungstechnisch. Boah, da geht's ganz schön hoch, ey. So, über den Rhein drüber, Leute. Gerade in Nürnberg noch gewesen, jetzt schon über den Rhein drüber. Kein Problem, aber für uns kein Problem. So, liebe Liebenden, neue Regeln, neues Glück. Herzlich willkommen in Frankreich. Nürnberg am Rhein, so ähnlich. Wir dürfen hier 90 fahren. Würde ich sagen, gehen wir mal dann. Tempomat auch auf 90 eingestellt. Er schiebt mich raus gerade. So. Aber wir kriegen das hin. Hey, Taltin, einen wunderschönen guten Abend. Hi! Muss man dort nicht links fahren? Na, das waren die anderen Franzosen. Engländer meine ich. Ich kann nicht schneller. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Erster Aufenthalt in Mühlhausen. Hey, Bono Wolf, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Stefan sagt gerade, richtig spannender Stream zum Einläuten des Wochenendes. Ja! Passender Stream zum Einladen. Ja, ich finde auch, das ist. ETS ist richtig absolut gediegen in den Abend rein. Du kannst dich nett unterhalten. Ich fahre hier irgendeinen Quark zusammen. Ihr könnt euch drüber lustig machen. Es ist doch wunderschön. Verdammt nochmal, ich muss hier links. So. Ey, ich vergesse gar nicht aufzublinken. Ich blink aber Millisekunden. Ja, aber geblinkt. Wir fahren hier Eisenrohre. Wenn er nicht bremsen müsste, könnte ich sie nicht. So. Die Ladung schiebt uns egal wo rein. In Mühlhausen bin ich den Tag vorbeigefahren, sagt Stefan. Ja, echt? Ist das so ähnlich? Erkennst du irgendwas wieder dort? So landschaftlich oder so? Schaut das doch so ähnlich aus? Kein Wunder, er fährt einen Mercedes. Tja, das ist mit dem Blinker da anders, ne? So.
Sind wir schon wieder, haben wir schon wieder die nächste Region erreicht. Jetzt muss ich runter vom Gas. Das ist ein bisschen wild gerade. Jetzt lassen wir uns hier einfach runterrollen. Vom Gas. Es geht, also ich bin es vielleicht einfach nur nicht mehr gewohnt, das kann schon sicher sein. Ach Mist, jetzt müssen wir auch noch in die Mautstellen rein. Lego Mio. Habe ich ja überhaupt keinen Plan mehr, wie das noch genau funktioniert hat. So, 400 Meter. Kann ich nicht da rein, wo dieses T ist? War das nicht mal so ein Ding? Machen es ganz gut, oder? Telepass regelt, ja. Ja. Finde ich gut. So, Tempomat ist drin. Hula Hoop läuft. Sehr gut. Hula Hoop sag ich schon. Die Hawaii-Tänzerin hier gibt alles. Der Kürbismann ist immer noch aktuell. Also jetzt wieder aktuell. Telepass muss ich immer an das fünfte Element denken. Multipass. Aber es gibt kaum was Entspannteres als ein Euro Truck Simulator Stream und dann ins Wochenende hier reinzugehen. Ja, tatsächlich. Was gibt's Schöneres? Was gibt's Entspannteres? Ein bisschen hier im Chat rumeiern. Ja, ihr habt im Chat auch mega Spaß, so wie das aussieht. Das ist doch großartig. Besser geht's doch gar nicht. Der Traum, quasi. Wir leben den Traum. Ihr alle da draußen. Ich bin jetzt offiziell im Urlaub. Uhu. Na dann ab nach Spanien, oder? Wir fahren nach Saragossa. Also genau dahin. Und dann schauen wir mal, dass wir irgendwie vielleicht noch ans Meer kommen. Müssen wir mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Aber da fahren wir ordentlich nochmal ein Stückchen, oder? Albträume sind auch träumig. Wenn jetzt Commander Ben sagt, er fährt nach Spanien, ja, dann dreh ich durch, dann raste ich komplett aus. Langes Wochenende bei Markus, auch schön kann man machen, ja. Ich hoffe, du genießt es maximal. Würde mich reizen. Du, Spanien soll, wie gesagt, wahnsinnig schön sein. Gerade wenn es bei uns dann nicht mehr so geil ist mit dem Wetter, haben die ja immer noch bombastisches Wetter da unten. Musik nimmt mich einfach immer zu sehr mit. Ja. Ich mache am Montag keinen Brückentag. Ich habe am Montag auch keinen Brückentag. Leider. Leider nicht. Es
Das Lied habe ich jetzt klingeln und dachte gerade, ich werde angerufen. Sehr gut. Du fühlst die Musik? Ja, klar. Ich bin voll drin. Ich liebe das. Ich finde das so gut. Aber Grizzlies wären fast noch ein bisschen heftiger. Du Raser, ich rase überhaupt nicht. Ich bin voll drin, Wilder. Ich bin voll drin. Also vielleicht nicht in der Spur, aber zumindest Automatik. Tempomat regelt, ja. Ich kann auch nicht schneller gerade. Feiertag Stream, sage ich euch am Wochenende. Weiß ich gerade noch nicht. Ich habe keinen Plan, was da geplant ist. Wahrscheinlich nichts, aber mal gucken. Dienstag ist Dyson-Tag, ne? Müssen wir gucken. Die Dyson-Sucht ist da, ne? Ist real. Ich kann es euch jetzt noch nicht sagen. Ich weiß es erst am Wochenende. Muss ich einen Plan machen. Mach die Autobahn zur Rennstrecke. Ich gebe alles hier mit meiner Eisenrohres. Ja? So, wenn wir den nächsten Abfahrtschilder sehen, kann mal einer googeln, wo ungefähr wir sind. Ich möchte nicht auf die Karte gucken. Ich will einfach nur ungefähr wissen, also in welcher Region wir uns grob befinden. Ja, also sind wir so, keine Ahnung, von welcher größeren Stadt aus sind wir wo ungefähr. Weißt du, wäre voll geil, wenn ihr das nachgucken könntet. Zickzack, Dankeschön für deinen frischen Sub. Dankeschön. Herzlich willkommen im Kreise der Subs. Hype geht noch. Juhu. Vielen lieben Dank dir. Sau lieb von dir. Jo, ne? Also wie gesagt, wenn wir jetzt irgendwo vorbeikommen, wäre super genial, wenn ihr mal nachgucken könntet, wo das eigentlich gerade ist. Ja, wissen wir da. Ne? Paris, Lyon, Dijon. Also Lyon weiß ich ungefähr grob, wo es ist, ne? Dijon weiß ich nur, dass da Senf herkommt. Ja, jetzt müssen wir rüber, weil wir Richtung, weil wir müssen runterwärts. Ich geh mal vom Auto. Ich muss ein bisschen auf die Bremse gehen. Das ist, die Rohre schieben von hinten extrem, ne? Die kicken hier voll hart rein. So, Leute. Bisschen noch auf die Bremse. Hier ist 50. Richtig hin. Oh, die schieben so von hinten, das ist kein Problem. Aber jetzt wird es langsam eng. Oh, ja, okay, jetzt wird es weniger. Es ruckelt. Ich komme nicht schneller vorwärts. 30, das Ende. Okay, rüber da. So, jetzt aber. Ah. Okay. Ich bin bereit für euch. Ich gehe wieder auf Gas, aber über Tempomat. Ne? Das ist angenehmer. Mach ich in echt auch so. So. Immer schön mit Tempomat hochfahren. Da. Kein Problem. So. Auf geht's nach Lyon hinab. Also für alle, die schon mal Richtung Provence, Côte d'Azur runtergefahren sind, die kennen die Strecke auch. Dann kommst du zwangsläufig dran vorbei. Ich habe den Außenspiegel gar nicht gebraucht. Das nennt man vorausschauendes Fahren. Oder so ähnlich. Wie lange noch, bis du schlafen musst? Wir schauen mal schnell. Boah, wir könnten demnächst, ne? Könnten mal wieder. Ich würde sagen, wenn wir, wir sollten mal ganz kurz, warte kurz, wenn hier jetzt hier ein gerades Stück kommt, hier so eine Millisekunde ungefähr. Hier so, ja. Dann gehen wir mal ganz kurz auf die Map. Wir sind gerade daran vorbeigefahren, wir kommen jetzt hier an Lyon unten vorbei. Hier haben wir noch eine Mautstelle. Da unten dübeln wir runter. Und dann haben wir hier eine Möglichkeit, einen Schlafplatz aufzusuchen. Theoretisch könnten wir auch gleich nochmal eine Runde tanken. Dann nehmen wir den einfach mit. Dann sind wir aber auch ganz... Wir könnten aber noch ein Schlückchen weiterfahren als hier. Wir könnten noch ein Schlückchen weiterfahren.
So Montpellier oder so. Das fände ich eigentlich fast gar nicht so schlecht. Dann könnten wir nach dem Tanken... wir könnten auf jeden Fall so raus. Da hätten wir Montpellier mitgenommen. Ja, dann sind wir jetzt von hier, Nürnberg, hier runtergefahren. Und hier müssen wir hin nach Saragossa. Also wir sind auf gutem Wege, du. Zwerg hat in Wirklichkeit rechts gar keine Spiegel mehr. Hey, wir hatten die schon jemals gebraucht. Keine Spiegel, keine Probleme. Ja, ich würde sagen, so machen wir das. Montpellier unten. Das müssen wir, bis dahin müssten wir es auch noch hinkriegen, oder? Meint ihr? Ich denke schon. Ach, herrlich. So. Ich finde das schön, dass da jetzt angezeigt wird, wenn man andere Regionen befährt. Das ist dann nicht so ganz belanglos, wo man hier lang fährt, sondern du kriegst auch ein bisschen was mit, wie das da so, ne? Naja. Hier ist die VO, schraubt nur einen Außenspiegel vor. Ja, genau. Alles andere ist Luxus. Aber sind wir jetzt schon echt extrem schnell weit gekommen. Wie viel da wollte ich gar nicht hin. Wie viel Sprit haben wir denn drin noch? Ja, wir sind, der Spritverbrauch ist minimal. Wir haben aufgetankt, das hat reichen müssen jetzt. Da kommen wir auf jeden Fall bis runter. Da müssen wir wirklich nur, wenn wir jetzt hier lang dübeln, müssen wir jetzt einfach nur mal zum Pennen runter. Und das ist okay dann auch. Okay, da kommt jetzt eine Mautstelle. Müssen wir uns jetzt gleich mal ein bisschen orientieren. Ich muss mal vom... warte mal kurz, ich muss hier mal ganz kurz, da fährt noch einer links. Ich gehe hier rüber. Ah nein, ich, so weit rüber wollte ich nicht. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr. Er lässt mich einfach nicht. So. Aber die haben alle... die haben alle Telepass. Okay. Na gut. Den rechts kriegen wir! Den kriegen wir! Schneller! Ich schaff's nicht! Ich muss außerdem raus. Ja, okay. Warte kurz. Jetzt muss ich wirklich schauen. Weil da fährt nämlich noch so ein Auto. Den drängen wir einfach ab. Der lässt sich nicht abdrängen! Typisch Franzose einfach. Jetzt aber. Jetzt fahren wir rüber, egal was der andere macht. Oh, da fährt ein Citroën! Kreativtechnologie. Ja, so ist das nämlich. Die Ausfahrt rechts. Warte, ich kann noch nicht Emojet machen. Ich bin gerade voll unterwegs. Gib mir eine Sekunde. Dann dürft ihr Emojet haben. Dann könnt ihr alle mal, wenn wir jetzt runter sind, wenn wir jetzt wieder auf richtiger Straße sind, pass auf, dann könnt ihr ungefähr... Kamikaze-Fahrer, stimmt gar nicht. Nur weil ich den einen abdrängen wollte. Er hat es ja verstanden und hat dann gesagt, nö, macht er eh nicht. Ja, also er hat die Ernsthaftigkeit rausgefunden dann. Mhm. So, wir fahren hier rüber wieder. Dann Tempomat rein. Dann kann ich nämlich für euch den Emote-Chat anschalten. So, dann könnt ihr jetzt alle mal ein Emote in den Chat schreiben, wie ihr die heutige Fahrt schon mal bis jetzt bewertet. Und Blackwing haut erstmal einen Sub im 29. raus. Vielen lieben Dank dir. Ganz, ganz lieben Dank für den lieben Support. Auch du, Blackwing, wie bewertest du die heutige Fahrt? Ihr habt bestimmt ein Emote, das ihr ungefähr dafür verwenden könnt. Ja. Irgendeins trifft bestimmt den Kern unserer Reise. Ja. Facepalm. Epic Fail, yes! Ja, wir sind jetzt müde. Aber Schurke mit der Gurke! Im 8. Monat, dankeschön! Oh, herrlich. Ich dreh komplett durch, Leute. Ich dreh einfach komplett durch hier.
Oh, herrlich. Es ist 90 hier erlaubt, ich fahre 1A90, ne? Also es ist, ich bin voll der gute Driver hier. So, ist das kompliziert, einen Multiplayer hier zu hosten? Früher war das ein bisschen komplizierter und musstest du auf offizielle Server und so. Aber ich habe gelesen, man kann das jetzt auch total easy so selbst hosten. Ist das so? Ist das so ein Ding? Gut, dass der Radio plärrt. Das ist sehr schön. So, Montpellier. Müsste jetzt demnächst kommen, oder? Ja, kann man? Okay. Sehr schön. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen, Markus. Ich hoffe, wir kommen weiter. Kannst du den Konvoi selbst aufmachen? Ja, ist easy. Sagt Bad Boy auch noch? Okay. Kann ich einfach hosten hier. Der Zwerg. Ein neuer Zwerg. Konvoi. Reven 10819 schenkt einen Sub an die Stubensocken. Die Stubensocken im ersten Monat. Danke, Raven. Nur so ein kleiner Konvoi. Passwort ist Zwerg. Willkommensnachricht. Moin. Spanien. Let's go. Maximale Spielerzahl ist 8. Optionale Mods anschalten, was heißt das? Wenn aktiviert, werden optionale Mods von anderen Spielern nicht benötigt. Keine Ahnung, was das heißt. Ich lasse es mal aus. Verkehr bleibt. Kollision auf Serviceflächen deaktiviert. Das ist alles aktiviert, ja. Anderen Spieler in kollisionsfreien Gebieten ausblenden. Geschwindigkeitsbegrenzer. Ja, das machen wir mal. Sonst dübelt hier jeder durch die Gegend. Bestätigen. Du bist jetzt in einer Konvoi-Sitzung. Chat. Z. Oder Tab. Ah ja. Geil. Wirklich super easy. Ist ja wirklich super easy. Hätte ich mir gar nicht gedacht, dass es so einfach ist. Das ist hier das Overlay oder was? Ja, geil. Ja, cool. Finde ich mega, mega gut. Wow, der Motor aus. Was soll denn das? Feststellbremse war. Entschuldigung. Wieso ist denn das jetzt passiert? Lass mal Gas geben. Ich kann nicht mehr schlafen, nur noch Kaffee holen. Oh, okay. Ich bin auch schon rot unterwegs, ey. Bad Boy, danke für dein Follow. Packt einfach auf der Autobahn, dieser Zwerg. Ja, Mut zur Lücke. So, da geht's nach Marseille. Ich weiß, ich bin urmüde jetzt. Oh, wie weit haben wir es noch bis zur Raststätte? Nicht mehr weit, ne? Wir müssen jetzt noch rechts runter und dann müsste es eigentlich schon nicht mehr so allzu schlimm sein. Stand es, glaube ich, sogar angeschrieben gerade. Somewhere else, oh, somewhere else.
War schon, schon schön gemacht, die Promods, ne? Ja, wie weit haben wir es denn noch? Boah, das fällt noch urweit. Also wenn hier irgendein Rasthof kommt, fahren wir sofort hier runter, würde ich sagen. Da kommt da vorne, kommt einer. Den nehmen wir sofort, den Steuermann. Ich darf ihn 50 Minuten mitfahren. Credo, let's go, ne? Wenn Glück an der Mautstation. Das wäre auch geil, ne? Die sind dann immer ganz rechts außen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Müssen wir gleich mal schauen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob die Mautstelle da was hat. Gerade. Ja, da ist ein Bett-Symbol. Leute, da ist ein Bett-Symbol. Fahren wir hinter denen her und schauen, dass wir uns dann da hinstellen. Und dann mogeln wir uns durch. Ah ja, das schon gesehen ist. Da rechts kann ich raus, ne? Da, wo der steht, ja. So, Motor aus. Du hast dir einen Kaffee geholt. Let's go, Alter. Ihr kriegt mich nie. Ihr kriegt mich nie. So. Wie viel Zeit hast du noch? Mega viel einfach. So. Lass mal uns wieder mal dahin treiben. Okay, das ist gut so. Tanken müssen wir irgendwann mal, aber jetzt im Augenblick noch nicht. Genau. Hey, Scram, einen wunderschönen guten Abend. Hi.